So viel habe ich nicht erwartet, die sich für das Thema interessieren. Wer kennt mich? Wer kennt mich nicht? Niemand kennt mich. Okay. Ich bin Tom oder Thomas förmlich, wenn ihr mich förmlich nennen wollt, von DV. Was haben wir denn gemacht? Wir haben im letzten Jahr einen Typo3-Baukasten gelauncht und irgendwie kommt es dann dazu, dass man immer mehr und mehr Features dann braucht. Und was wir gemerkt haben bei uns ist, dass Kunden irgendwie, vor allem unsere Touristiker-Kunden, eigentlich ganz, ganz viele Integrationen mit dem System brauchen und ganz, ganz viele verschiedene Backoffice-Systeme und Anwendungen und Anbindungen bauen oder brauchen. Und wir haben uns überlegt, wie machen wir das denn so, dass wir, ich sag mal so, den Schmutz außerhalb des Systems machen. Jeder macht sich die Hände schmutzig bei Integration. Das ist immer eigentlich irgendwie Murks, was man da macht. Man ist nicht stolz drauf, man sollte es vielleicht auch nicht unbedingt im CMS haben. Was man aber machen kann, ist, man kann dafür definierte Schnittstellen schaffen, mit denen man selber oder andere Entwickler, die man damit beauftragt, dann die Integrationen für einen schreiben. Das ist relativ easy. In unserem Fall mit Toujou ist es so, dass wir hier keinen Stift haben. Das ist auch okay. Bin ich der Erste, der scheinbar den Koffer braucht. Ist ein Stift? Ja. So, machen wir das Ganze mal auf. Wie schaut das aus? So, Bird's Eye View. Wir haben hier Typo 3 und Typo 3 hat, nehmen wir mal an, hier von vorne hat es halt so ein HTTP-Frontend. Meine Handschrift ist furchtbar, aber ihr müsst euch konzentrieren. Und bisher war es so, dass wir Integrationen mit anderen Systemen als Teil, als Extension von Typo 3, als Extension unten dran gemacht haben und die haben dann halt mit dem Remote-System, nenne ich es jetzt mal einfach nur. Für den Stift kann ich nichts, sorry. Mit dem Remote-System interagiert. Das war ein inhärenter Teil von Typo 3. Jetzt, wenn wir einen Baukasten machen und versuchen, möglichst standardkonform zu sein, das funktioniert halt nicht wirklich, ne? Also wir können nicht irgendwie überall noch eine Extension dran flanschen und keine Garantien dafür angeben und alles Mögliche. Also haben wir gesagt, das Ganze, also wir haben zwar so angefangen, aber man muss ja Fehler nicht wiederholen. Also haben wir gesagt, nee, machen wir nicht mehr. Wir machen jetzt einen Typo 3. Meine Kästen werden immer squiggliger. Wir machen Typo 3 und hier kommt dann halt eine Ext hin. Ja, aber diese Ext, die ist nichts anderes, als dass sie hier, ähnlich wie dieses Remote-System, ihr wisst, was es ist, dieses Remote-System auch hier quasi eine HTTP-API hinbaut. Das ist nichts anderes als ja, eine REST-Schnittstelle. Und da fragt man sich, wie funktioniert das Ganze? Wie können die untereinander reden? Die verstehen sich doch gar nicht. Ja, was wir machen ist, wir packen dazwischen einfach einen Service. Wir nennen das ganze Ding Integration Service. Der Gray Silbentrennung ist auch nicht meins. Service. Genau, wir nennen das ganze Integration Service. Das hat zum Vorteil, wir haben hier eine definierte Schnittstelle, ein Kontrakt, der sich nicht ändert. Wir haben hier eine definierte Schnittstelle, ein Kontrakt, der sich nicht ändert. Das, was sich aber ändert, sind die Kundenanforderungen. Und die Kundenanforderungen haben wir hier extrahiert. So, worüber rede ich denn heute? Ich rede heute über das hier. Wir haben nämlich eine Extension gebaut, für Toujours zwar, die eine JSON-API anbietet. Und zwar JSON-API nach der JSON-API-Spezifikation. Es gibt eine API. Spezifikation, die haben sie tatsächlich JSON-API genannt. Das ist ungefähr so googelbar wie Flow. Funktioniert halt einfach nicht. Aber diese Spezifikation ist sehr, sehr klasse, weil das ist nämlich eine Hypermedia-Spezifikation. Das ist eine, die erlaubt einem, Ressourcen und deren Relationen systematisch abzucrawlen. Da sind dann quasi Links drin zu den anderen Ressourcen und so weiter und so fort. Ich kann da mal ein kleines Beispiel zeigen, wie sowas aussieht. Wie gesagt, wir machen das jetzt live. Ihr seid jetzt Teile meines Experiments. Könnt ihr das sehen? Nee, könnt ihr nicht, ne? Ah, klasse. Ist es klein genug, dass es keiner lesen kann? Wie lange kann ich es denn hochskalieren? Besser? Letzte Reihe, okay. So, was haben wir? Wer kennt HTTP? Wer kennt kein HTTP? Gut. HTTP hat
Diverse Verben nennen sich die. Das, was man typischerweise passiert, was in einem Webbrowser eingibt, das ist ein Get-Request, der gemacht wird, weil man möchte eine Ressource abfragen. Da sind noch mehrere Sachen möglich. Da habe ich jetzt weit ausgeholt. Ihr seid viele Entwickler, also ich muss jetzt nicht weiter reingehen. Was man machen kann, ist eine Get-Abfrage beispielsweise gegen den Endpunkt Articles. Das ist ein Resource-Typ und dann bekommt man hier einen Artikel zurück. Hier mit Attributen, mit einem Typ, mit ID, alles Mögliche. Und da oben steht aber was Magisches. Includes. Includes schafft es nämlich, dass in dem gleichen JSON-Dokument, was dann zurückgeliefert wird von dieser API, erstens die Relationships drin sind. Die Relationships sind nichts anderes als Eigenschaften, bei denen eine Verknüpfung zu einer anderen Ressource da ist. Es enthält aber auch Includes, das heißt die andere Ressource selber. Was hat das für einen Vorteil? Wenn man einen API-Request macht, muss man nicht 6 machen, um alle verknüpften Datensätze auch zu holen, sondern man kann alles in einem Rutsch holen. Das Ganze funktioniert in diesem JSON-API-Standard, aber auch für Schreiboperationen und für Update-Operationen und für Löschoperationen und so weiter und so fort. Das macht es sehr, sehr effizient und transaktionssicher. Transaktionen sind euch ein Wort? Hoffe ich. Klasse. Ich sehe kein Nicken, weil ich im Strahl stehe hier. Ja. Aber für eine Löschoperation, das muss auch irgendwo dann eher im Hintergrund passieren, nicht um eine Relation, kann man eine Relation über eine API nochmal irgendwie... Doch. Ja? Ja, doch, man kann eben genau das alles. Also diese JSON-API-Spezifikation, also wir haben damals geprüft, was passt denn so halbwegs, diese JSON-API-Spezifikation formuliert all genau das, was da möglich ist. Und wir fanden das eigentlich so cool, dass wir uns sagten, komm, das implementieren wir doch einfach mal, weil das löst nämlich bei uns eine Reihe von Problemen. Wir haben nämlich in diesem Schaubild, das ihr bestimmt noch im Kopf habt, weil es jetzt dunkel ist, in diesem Schaubild seht ihr, dass hier Pfeile hin und her gehen. Es ist sehr von Vorteil, wenn man beispielsweise einen wenn man beispielsweise einen Seitendatensatz mit Inhaltselementen, wenn man das innerhalb von einem API-Request komplett überschreiben kann oder updaten kann. Das ist sehr, sehr hilfreich, weil dann ist die Seite nie für kurze Zeit in irgendeinem Zustand, der zwischen zwei Requests ist beispielsweise. Also wenn man normalerweise in Typo 3 anfängt, auf der Live-Seite Dinge zu löschen beispielsweise, als Redakteur, dann fängt man an, das erste Element zu bearbeiten und das zweite Element zu bearbeiten und das dritte zu bearbeiten. Und in dieser Zwischenzeit, wenn ein findiger User im Frontend hin und wieder aktualisiert, dann sieht er alle Zwischenstände. Das ist nicht hilfreich. Wenn man aber quasi alle Updates auf einmal reinschickt, dann kann man sicher gehen, dass diese alle auf einmal passiert sind und es keinen Zwischenstand gibt, der irgendwie ungewünscht ist. Das ist besonders bei API-Integration sehr hilfreich, besonders bei Kunden, die viel auf ihren eigenen Webseiten surfen, die wollen solche Zwischenstände nicht sehen. Die wollen sehen, es hat sich in dem einen System was geändert, das Ganze soll direkt übernommen werden in das andere System. Wie gesagt, wir machen das Ganze mit diesen Integrationsbausteinen. Das ist unglaublich hilfreich, weil diese Integrationsbausteine, die können jetzt auf einmal auch von Nicht-PHP-Entwicklern geschrieben werden. Das kann hier in JavaScript geschrieben werden, in Go. Assembler, wenn man lustig ist. Keine Ahnung was. Man kann echt vieles machen, man muss es nicht, aber man kann vieles machen. Und man kann das auch extern beauftragen. Das heißt, die können sich darum kümmern, das Zeugs dann nach Aufwand zu verbuchen, weil Integrationen pauschal anbieten ist Selbstmord. So. JSON-API. Nochmal zum Standard zurück. Wieso haben wir diesen Standard gewählt? Die normale JSON-APIs, die geben einem überhaupt keine Informationen, was kann man denn mit diesen Ressourcen machen? Wie sind die, welche Identifier haben sie? Wie geht's weiter? Hier sieht man, dass man aber auch sagen kann, okay, von diesem Artikeldatensatz, ich möchte zwar den Autor haben, aber vom Artikel oben nur den Titel, den Body, den Autor und dann von der People-Datensatz, der zurückkommt, nur den Namen. Das ist schon sehr schön, weil da muss man jetzt nichts irgendwie custom dafür definieren, sondern man kann direkt quasi auf einem Standard aufbauen, der das alles schon definiert. Was sehr praktisch ist an einem Standard, der alles definiert ist, es kommen Java-Updates. Verflucht, ey. Es ist live. Live ist live, ja. was es einem ermöglicht ist, es gibt Fremdlibraries dafür, die einem da helfen, das Ganze zu implementieren. Und deswegen haben wir das auch gemacht. Es gibt dann, für unsere Extension haben wir ein paar Pakete von der PHP League, the League of, ich weiß nicht mehr genau, wie der volle Name ist, ein paar PHP League Pakete genommen, die uns dabei helfen bei der Implementierung. Der weitere Vorteil ist, man muss nicht so ganz drüber nachdenken, wie man denn so seine Ressourcen spezifiziert. Wieso rede ich die ganze Zeit von Ressourcen und nicht von Datensätzen? Ressourcen sind abstrakter. Ressourcen können Datensätze sein in Typo 3, müssen es aber nicht. Was kann eine Ressource noch sein?
Wir könnten zum Beispiel die Site Configuration auslesen und als Ressource anbieten. Wir könnten die Typo 3 Versionsnummer anbieten und als Ressource anbieten. Wir könnten anbieten, was könnten wir noch alles anbieten? Den Health-Status von Type of Free. Das wären alles Ressourcen, aber es wären ja keine Datensätze in dem Sinne. Und deswegen wollten wir das auch genauso abstrakt halten, auch bei der Implementierung. Das war auch eines der Mittel und Wege, wie wir eben auch Toujou einfach ein bisschen ansprechender von außen haben wollten. Interessante Anekdote dazu. Auf der T3Con habe ich mich mit dem Timek unterhalten, der Tim Motel, oh Gott, bitte fragt mich nach ihm in seinem Nachnamen. Ich bin selber Pole, aber der ist auch schwer, muss ich sagen, der Nachname. Der ist Leader der Headless Initiative. Die haben eine REST-API gebaut, mit der man JavaScript-Applikationen im Frontend daran anbinden kann. Das heißt, man kann da so Apps daran draus machen oder Progressive Web Apps und so weiter und so fort, ohne Authentifizierung. Wir haben uns entschlossen, das ist nicht sinnvoll, das ist für uns kein Use Case, wir wollen ja Integrationen machen, also ist Authentifizierung auch sinnvoll, wir wollen ja wissen, mit wem wir sprechen. Also ist bei uns auch Authentifizierung Maßgabe. Es gibt keinen Request-Mounter, der nicht authentifiziert stattfindet. Wir wissen ja nicht, wer, genau, jetzt gehe ich eins weiter. Was uns das ermöglicht hat, ist, alle Requests werden im Namen eines Backend-Users gemacht. Das bedeutet quasi auch, ein Get, ein Lesen, erfordert auch einen Backend-User. Der Vorteil davon ist aber, wir wissen, der Backend-User existiert. Wir können auch einschränken, was der sehen kann und was der schreiben darf. Ist so bei einer API schon echt ganz praktisch, wenn man mal mit externen zu tun hat, dass sie einem nicht irgendwie hier auf einmal irgendwie so ein, gibt es im 9er nicht mehr, aber so ein Domain-Datensatz irgendwie mal reinpushen würden, das wäre jetzt nicht ganz so lustig. Sowas kann man damit eben bequem ausschließen und wir nutzen ganz, ganz viele Typo 3 Standardmethoden, um das Ganze zu ermöglichen. So, habt ihr, wie gesagt, wir machen das interaktiv, wenn ihr Fragen habt, stellt sie sofort, wir beantworten sie sofort. Was ihr hier seht in dem Schaubeispiel ist noch eigentlich ein bisschen schöner. Wir haben nicht nur Ressourcen, die werden nämlich zurückgeliefert von der API und werden auch hingeschrieben. Nein, wir haben auch Routen. Wir müssen ja irgendwie Routen definieren auf diese API-Ressourcen, sage ich jetzt mal so. Das heißt, dafür brauchten wir auch einen Router. Und wir haben uns dann eben entschlossen, okay, wir müssen jetzt einen eigenen Router bauen. Haben wir gemacht. Dann haben wir uns gedacht, ja, was ist aber, wenn wir in 2 Jahren merken, diese ganze JSON-API-Kiste ist vielleicht doch nicht so das ganze Wahre und wir müssen jetzt doch vielleicht einen weiteren Standard noch unterstützen. Wir haben eigentlich auch in dieser Extension vorgesehen, dass wir auch andere Serialisierungsstandards unterstützen können. Aktuell gibt es ein paar Punkte, an denen das noch sehr stark, also die Extension verlässt sich noch sehr stark darauf, dass es die Strukturen hier und da genauso aussehen, aber es wäre möglich, wenn es den Use Case gibt, dann eben auch dann weitere Serialisierungsmethoden wie HTOAs, HAL, was gibt es denn noch alles, JSON-LD, was gibt es denn noch für JSON-Formate? Ja. Theoretisch, wenn man lustig ist, sogar XML hinterlegen. Das hat ein bisschen, das sind Fragen der Semantik, die man da klären muss. So, ich würde sagen, ich zeige jetzt erstmal was und dann reden wir nochmal drüber. Ich habe ja, ach, das knistert. Ich habe ja gesagt, wir machen das Ganze in 5 Minuten. Mal schauen. So, erstmal, Zeit läuft noch nicht. Mir ist nämlich das Mikro gerade vom Kopf gefallen. Ich komme jetzt erstmal ein bisschen zur Ruhe. So, passt wieder. Wieso habe ich hier Twitter offen? Ich stelle mal, glaube ich, meine Auflösung runter. Oder ich stelle das Ding hier in Presentation Mode. Seht ihr was oder soll ich das größer machen? Größer. Dann machen wir mal die Auflösung größer. Ich glaube, das ist sinnvoller. Gehen wir mal auf. Das wird so groß sein, dass ich wahrscheinlich selber nicht mehr arbeiten kann, aber. Besser? Ja. Ach so. Ah, klasse. So, PHP-Storm kennt ihr. Wir haben hier ein stinknormales Standardprojekt, wie wir es bei uns in der Agentur machen. Die Projektstruktur mag nicht jedem vertraut sein, aber das ist eine, die durch Helmut Hummels Secure Web Extensions und so weiter
gefördert wurden. Wir haben hier effektiv ein Private- und Public-Verzeichnis. Im Public sind nur Ressourcen drin, die tatsächlich auch Public sind, also irgendwelche Icons und sonst was, alles Mögliche. Aber der ganze Basis-PHP-Kram ist hier in Private drin. Also nicht wundern, so arbeiten wir bei uns. Wir haben hier in Packages, habe ich jetzt mal eine Demo-Site aufgebaut. Ein Site-Package, das ist aber noch nicht installiert. Das Ganze ist, wie gesagt, ein minimales 0815 Typo 3. Das hat noch nicht mal ein Frontend, brauchen wir gerade nicht für die Demo. Wir haben hier so ein paar Content-Elemente. Wir haben hier so eine Page. Yo, Dog, ja, sehr gut. was wir jetzt machen, wir installieren mal diese Demo-Site. Was hat diese Demo-Site in der Composer-JSON drin? Da hat die nichts anderes als eine Referenz auf unser Bleeding Edge Master Repository von der Tujuh API und weil wir Authentifizierung brauchen, auch den OAuth2-Server. OAuth2 erkläre ich vielleicht im Nachhinein, wenn wir noch Zeit haben. So, machen wir doch mal hier ein in der Main Composer JSON, da habe ich doch mal alles vorbereitet. Wir machen das so 5 Minuten, like wie Jamie Oliver das in einem 10 Minuten Kochgerichten macht. Da ist auch alles vorbereitet und hinterher ist es ein gigantisches Schlachtfeld, was übrig bleibt. Aber er hat es in 10 Minuten geschafft. So, wir fügen das Ganze jetzt hier zu unserer Composer-JSON. Das ist noch zusätzlich, weil wir halt Dev-Repositories haben. Und ich muss diese Dev-Repositories erlauben, damit das überhaupt funktioniert. Wenn ihr Fragen habt, stellt sofort Fragen. Ich bin ganz offen. Schau. Sind sie? Ah, ne, die anderen sind auf GitHub. Okay. Die kommen da, die sind schon auch auf Packages. Was von GitHub und was von? Ja, nein. Also, soweit ich weiß, schmeißt Composer das alles in den gleichen Pool rein und nimmt es dann anhand von den Branch Specification in der Version. Ja, okay. Also, wie du die Repositories oben definierst, ist geordert? Okay. So, wir haben es installiert. Es ging jetzt erstaunlich zügig. Wir reloaden doch mal hier. Das ist live, ne? Also. Jo, okay, läuft. So, schauen wir mal. Im Sites Management haben wir jetzt einen neuen Ordner, der heißt API. Der ermöglicht uns jetzt, den Entry Point zu definieren, unter welcher der API Endpoint im Frontend zur Verfügung steht. Also nicht wundern, es ist im Frontend, aber es sind Backend User. Wir nutzen dafür diese tolle Frontend-Backend User Authentification, die es gibt. Aber wir zweigen vor dem ganzen Frontend Rendering von Typo 3, zweigen wir quasi ab in unsere API-Ebene. Das heißt, wir sind da zwar im Frontend, aber doch im Backend. Also interessant. Hier gibt es Vorschläge, wie man so seine Endpoints nennen kann. Der Token-Endpoint wird gleich benötigt, um sich einmal zu authentifizieren. Da kriegt man dann ein Token zurück und dann alles andere findet hier unter API statt. Das können wir jetzt mal einfach so auf Default lassen. Closen das Ganze mal. Ich lege hier einen Backend-Benutzer an. Den Backend-Benutzer nennen wir, keine Ahnung, API Heinz. Und API Heinz hat ein Heinz-Passwort. So, und der ist Teil der Editors-Gruppe. Ich könnte dann auch Admin machen. Mache ich jetzt aber zur Demo nicht, weil... Enablen machen wir auch, das ist sehr gut. Hätten wir gleich testen können, ob das funktioniert. Sehr gut, sehr aufmerksam. Was ist denn das? Eigentlich eine Mob-Programming-Session hier, oder? Hier gibt es einen neuen Reiter in dem Backend-User-Record. Der nennt sich OAuth2-Clients. In unserem OAuth2-Server haben wir von den ganzen vielen OAuth2-Authentifizierungsmethoden bisher nur den Client-Credentials-Methode implementiert. Die war ausreichend für unsere Zwecke, können wir aber gerne noch in Zukunft erweitern. Da geht dann einiges. API Heinz, seine API-Credentials, nennen wir das Ding jetzt. Seine API-Credentials, wir generieren hier pauschal schon einen Client-Identifier, der eine UID ist. Das könnte aber auch sonst irgendwas sein. API Heinz steht auf sichere Passwörter, deswegen nennen wir es Passwort. So, API Heinz ist aktiv, sehr gut. Wollen wir mal testen?
Ich habe hier mal was vorbereitet. So ein Get-Request. Und ich merke, ich bin gerade nicht vorbereitet, weil die UID hier nicht passt und ich mir die rausholen muss. So, up behind seine Credentials. Sein Client-Identifier ist das hier. Wir kopieren das jetzt mal rein. Könnt ihr die URL lesen? Ja. Genau. Also wir authentifizieren es jetzt gegen das Token ohne einen X-Debug-Session-Start. probieren wir das Ganze mal. Das ist hier nichts anderes, als wenn jemand diese PHP-Storm-HTTP-Funktionalität nicht kennt. Das ist ein HTTP-Client, wo man in Textform seine HTTP-Requests beschreiben kann, die man dann ausführen kann. Wir machen das Ganze mal hier. Wir sagen, da kommt jetzt ein Content-Type Application-JSON rein, als Client-Credentials, bla, Passwort, Secret. Das hier ist so ein bisschen Magic, da kann man in PHP-Storm sagen, das Token, was hier zurückkommt, das speichern wir mal unter dem Global-Out-Token. Das ist wie so eine Environment-Variable. Machen wir das Ganze mal? Oh, Environment-Variable or 2 Private Key is empty. Ja, das hat einen Grund. Wir müssen nämlich noch ein paar Sachen anlegen. Und zwar hier in der Env-Datei, die wir haben, müssen wir hier ein paar Private Keys erzeugen, damit diese ganze Authentifizierung läuft. Das machen wir hier gleich mal. APKey Private Key. Dann, ich wollte kein Composer Update machen, machen wir das mal hier. Ah, der ist fertig, okay. Und dann generaten wir noch einen Diffuse Key. Das brauchen diese Libraries, die wir da so implementieren, die brauchen das Ganze. So, und dann nehmen wir hier mal den Path von dem Private Key, packen den hier rein und den Path von dem Public Key packen wir auch hier rein. So, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Zack, funktioniert. Wir kriegen ein Token zurück. Wir sind quasi jetzt authentifiziert und das Ding hält sogar einen ganzen Tag, wenn ich mir das anschaue. Das ist noch konfigurierbar, aber in der Regel war es bisher okay, das für einen ganzen Tag zu authentifizieren. Das heißt, ein API-Client muss ich nur einmal am Tag effektiv oder alle 24 Stunden einmal authentifizieren. Das ist dann ausreichend. Mit diesem Token kann man dann alle anderen Requests machen. So, dann schauen wir mal, was das Ding hier so kann. Können wir damit schon mal irgendwie so eine Pages-Abfrage machen? Nee, 404 gibt es irgendwie nicht, nee. Ja, wieso? Es gibt noch keine Route, die dahin führt. Es gibt nichts, was definiert hat, dass es diese Route Pages irgendwo gibt. Unsere Extension ist eine, ich nenne es mal so eine Framework-artige Extension. Das heißt, ich kann jetzt in meiner Site-Extension hier in Configuration toujours API-Folder machen. Und dann mache ich dann hier ein File, das dann heißt routes.php. Und wenn ich mir das merken kann, kann ich es auch so eintippen. Ansonsten kann ich auch einfach das kopieren, was hier in der API schon als Beispiele drin liegt. Zum Beispiel das hier. Und dann definieren wir mal ein paar Routen. Was machen wir hier mal so? Get Request of Pages, das wäre voll praktisch. Get Request of Pages und das schaut jetzt ein bisschen komisch. Wer kennt das Wort Numerus? Geil, ich auch nicht. Nein, es ist tatsächlich das Einzige, was sagt, dass Numerus bezeichnet, ob etwas eine Einzahl ist, also Singular oder Plural. Numerus weist unseren Controller an, dass hinter diesem Get-Request eine Collection steckt und dass dann hier die Read-Operation damit ausgespuckt werden soll und dann der Ressource-Typ Pages ausgespuckt werden soll. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Cache klären muss. Könnte sein. Ich muss Caches löschen mit Sicherheit. Das heißt, jetzt, wenn ich jetzt hier einen Get-Request gegen Pages mache, kriege ich hier Pages. Das hätte ich nicht gedacht. Wie viele? Alle. Genau. Ich kriege jetzt hier gerade eben Pages Typ 3. UID 2, also hier in dem Fall ist ID und Meta-UID entsprechend dem Ganzen, aber dazu komme ich später nochmal. Page 2, Test-Doc, ich kriege sogar das Slug, ich kriege alle Felder, die ich quasi in diesem Doc-Type bekommen würde. Ich könnte sagen, das ist mir alles ein bisschen viel. Machen wir mal Fields, Pages ist gleich Title. Jetzt müsste ich jetzt quasi nur noch den Title zurückbekommen. Oh, das, sorry, ich bin begeistert, das habe ich vorher nicht ausprobiert. Doch. Das sind schon die Permissions des Backend-Users. Testen wir es mal. Sorry, ich habe ja als Teil, das habe ich gecheckt. Also
Ne, aber können wir mal gerne testen. Ich will jetzt hier Page, irgendwo ist Title. Title. Ah, das Title-Feld ist Pflicht, sorry. Gibt es denn vielleicht ein Feld, das man nicht machen kann? Schauen wir es mal an. Das machen wir mal hier. Schauen, was da rauskommt. Kannst du die Tabelle verbieten, oder? Ich könnte die Tabelle auch verbieten, ja. Ich mache es jetzt aber auf einzelnen Ressourcen. Nehmen wir beispielsweise mal zum Beispiel das Autorfeld. Habe ich das Autorfeld hier? Das könnte ich da einfach wegnehmen. Kann sein. Müsste aber eigentlich funktionieren. Kann aber auch sein, dass diese Ressource momentan keinen Permission-Filter drin hat. Wir können nämlich definieren, wie diese Ressourcen aussehen. Ich habe das gesehen, wie man so ein Endpoint da jetzt mal definiert. Ich rede die ganze Zeit über Ressourcen, aber wie beschreibt man denn Ressourcen im Typo-3-Kontext? Woher weiß er, dass Pages ist ein schlechtes Beispiel, weil Pages heißt halt Pages. hier habe ich ein paar Basisressourcen definiert. Das ist Pages. Ressourcen haben in unserer Extension immer ein Repository, einen Transformer und eine Handvoll Commands, die auf Operations mappen. Lasst euch mal von dem Ganzen hier nicht verwirren. Ein Repository. Ich habe das abstrakt gemacht an der Stelle. Wir haben ein TCR-Resource-Repository. Da kann man jetzt einfach sagen, hier Table Name Pages. Wir könnten das aber auch sagen. Keine Ahnung. Lass uns mal TT-Content machen. Kommt TT-Content bei Pages raus. Könnte passieren. Ist das der Doktor? Ja, das ist wohl wahr. Ich schätze mal, ein bisschen weiter unten müsste ich ja auch noch Pages machen, genau, konnte man hier in den Transformern dann. Ja. Das heißt, ich kriege jetzt unter dem Typ Pages, kriege ich Content raus. Das heißt, das ist wirklich sehr, sehr konfigurierbar, was da passiert. Das liegt aber auch daran, dass wir hier einen Standard, nicht so einen Standard-Transformer gebaut haben, der einfach ein Array reinbekommt und ein anderes Array ausspuckt und das Ganze dann transformiert, sondern wir haben einen Composable-Transformer gebaut. Das ist im Prinzip ein Transformer, bei dem man kleine Fragmente, kleine funktionale Fragmente reinschmeißen kann, die das Ganze dann machen. Muss euch nicht im Detail interessieren. So ein Transformer kann sehr, sehr einfach aussehen. Ein Transformer funktioniert so. Wir nehmen zum Beispiel den File Transformer. Der File Transformer ist sehr easy. Ein File Transformer, wenn man eine File Ressource definiert und dann sagt, die hat diesen Transformer, die kriegt hier oben einfach ein File Array rein. Das ist in dem Fall der File Datensatz. Das, was hier reinkommt, wird von dem Repository definiert. Und hier wird dann gemappt auf die Ressource, die dann letztendlich in der API entsteht. Das ist in dem Fall hier Meta, File Type, Size, Extension und so weiter und so fort. Das wirkt jetzt alles nicht ganz so spannend. Spannender ist ja schon der File Reference Transformer, der hier über das File Repository dann noch zusätzlich die File Reference, die File quasi nochmal rausholt. Und da dann so Sachen drinstehen, wie zum Beispiel, da kann man auch so Public URL und so einen Kram reinpacken. Da sieht man schon, das ist sehr, sehr flexibel, eigentlich extrem flexibel. Jeder Schritt ist konfigurierbar in dieser Repräsentation. Wir haben, wie gesagt, den Composable Transformer gemacht, weil wir bei uns ganz häufig ähnliche einzelne Verhaltensmuster hatten, die immer wieder eingebettet wurden und wir dann nicht jedes Mal einen eigenen Transformer dafür schreiben wollten. Wir wollten es einfach nur konfigurieren. Das Ganze haben wir in dem Fall. Der Composable Transformer hat einen Meta-Transform-Händler. Das ist etwas, was dieses Meta-Array aufbaut, was ihr da vorher in dieser Ressource hier gesehen habt. Das hier. Das sagt dann quasi, was created, last update und wo UID herkommt. Der extrahiert das aus T-Stamp, aus dem T-Stamp-Feld und aus dem CR-Date-Feld und packt es dann hier in dieses Array, in dieses Subobjekt rein. Dann gibt es den TCR-Resource-Transform-Händler. Der transformiert tatsächlich die TCR-Ressourcen anhand dessen, was man normalerweise so in der Form-Engine sieht. Was normalerweise ein Backend-Redakteur im Backend bearbeiten kann in der Maske, das kriegst du dann hier raus. Das fand ich sehr, sehr angenehm, weil speziell, wenn man so mit einer TT-Content-Tabelle interagiert, jeder Content-Type hat eine Unzahl von Feldern, die ihn eigentlich gerade nicht interessieren. Es wäre nicht schön, das Ganze den API-Benutzern nach außen rauszugeben.
Und deswegen haben wir hier so einen TCR Resource Transform Händler reingepackt. Was wir noch drin haben, ist wie gesagt dieser Include Händler. Includes hatten wir vorhin gehabt kurz. Das sind die Ressourcen, die in irgendeiner Art und Weise mit dieser Hauptressource verknüpft sind. Und man kann diese inkludieren. In unserem Beispiel mit den Pages, bin gespannt, ob jetzt immer noch Pages kommt oder. Nein, es kommt immer noch Content. Da muss ich mal Cache lernen. Jetzt sind wir hier bei Seiten, bei Pages. Jetzt können wir einfach mal sagen, lass uns doch mal hier Include Content Elements inkludieren. Dann dauert es ein bisschen. Wir gehen mal hoch auf die erste Seite. Hier sehen wir, okay, die Seite hat keine Relationships, da sind wohl keine Content-Elemente drauf. Hier auf der API-Demo-Seite, das ist die Root-Page, haben wir zwei Relationships zu den zwei Content-Elementen. Hier haben wir zwei Content-Elemente. Die Reihenfolge ist dann tatsächlich an der Stelle auch halbwegs verbindlich. Und jetzt fragt sich, wo sind die Content-Elemente? Wenn man die jetzt unten sucht, unten gibt es einen Includes-Bereich, in denen alle Ressourcen drin sind, auf die vorher referenziert wird. Das heißt, man kann wirklich mit einer Abfrage, könnte man sich, wenn der PHP-Memory-Speicher reicht, könnte man sich den ganzen Seitenbaum mit allen Unterressourcen gleichzeitig ausgeben lassen, wenn man das möchte. Das ist für eine Integration schon ganz, ganz praktisch, weil man dann eben auch schauen kann, was fehlt da, kann man da zum Beispiel ein Content-Element reinpacken. Man könnte beispielsweise ein Shop-System anbinden, das dann automatisiert Produktteaser aktualisiert und deren Preis aktualisiert, sodass quasi Typo 3 eigentlich gar nichts davon wissen muss, dass das irgendwo in Shopware angebunden ist. Das hat diverse Vorteile. Ist ein bisschen auch aus dieser ganzen Inversion of Control-Prinzip Gedanken rausgewandert. Wir wollen gar nicht so sehr wissen, was da passiert oder mit wem wir verbunden sind. Wir drehen den Spieß jetzt mal um. Wir lassen uns quasi alle Infos geben, die wir brauchen. Ja. Wenn du jetzt Unterseite hättest, müsstest du wahrscheinlich bei Include auch nochmal Pages angeben, damit die quasi auf sich selbst nochmal. Mhm. Oder? Die auch ja, haben. Also das ist momentan ist es flat, aber ja, es war bisher nicht notwendig, das hierarchischer für uns abzubilden. Dadurch, dass man aber ein Repository hat und einen Transformer, kann man das zumindest in der lesenden Schnittstelle sehr, sehr frei definieren, wie das am Ende rauskommt. Also man könnte sagen, das Repository gibt gerade eben nur das Root-Objekt aus und den Rest dann als Includes beispielsweise. Und dann könnte der Transformer darauf reagieren und dann Includes dann nochmal aus dem Repository holen. Also da sind sehr, sehr viele Sachen möglich und das ist halt wie gesagt sehr, sehr dynamisch. Wie ihr auch seht, die ganze Konfiguration passiert gerade in der API, in der Site-Extension. Wir haben bisher noch nichts in dieser Toujours-API definiert. Das soll eigentlich auch das Ziel von uns sein, weil wir wollten, dass unsere eigenen Extensions einfach ihre eigenen Ressourcen registrieren und die dann einfach in der API auftauchen und bearbeitbar sind. Wie schnell ist das Ganze? Wir laufen gerade im Debug-Modus. So. Das läuft über das Repository. Das ist gerade uncached, komplett. Von der Architektur her, wie gesagt, wir sind eine Middleware. Wir schleusen uns irgendwo zwischen Authentifizierung und dem Frontend, dem Typo 3 Frontend ein und merken, dieses API-Präfix, was man in der Site-Configuration definiert, das ist jetzt ein Abzweig für unsere API. Und dann geht es in die API rein, in diese ganzen Controller und alles Mögliche. Deswegen ist es ziemlich schnell, weil es eigentlich nicht so sehr viel Typo 3 Funktionen nutzt. Am Ende natürlich schon, diese ganze Form-Data-Provider und die Integration, aber an sich ist es ziemlich schnell. Bei den Integrationen ist aber auch die Geschwindigkeit nicht ganz so entscheidend wie beispielsweise bei so einer Headless-REST-Schnittstelle, wo es darum geht, dass man im Frontend möglichst schnell das Ganze bedient. Wir haben einen Use Case bei uns, da importieren wir auf einer Seite, ja, ich schätze mal so 600 Datensätze, die alle miteinander verknüpft sind mit Relationen. Das ist so ein JSON, das hat dann so 4.500 Zeichen, vielleicht habe ich mal ein Beispiel da. Echt? Ja, da ist ein Kundenname drauf. Das ja, genau. So, wie schaut denn sowas aus? Nehmen wir mal hier so einen JSON-File. Ja, das ist, glaube ich, das ein bisschen kleineres, was wir so haben. Da haben wir jetzt hier einen eigenen Ressourcentyp definiert. Das ist am Ende zwar auch eine Seite, was man so ein bisschen an Attributen sieht, aber es ist ein eigener Ressourcentyp, weil der kann dann ein eigenes Repository und einen eigenen Transformer haben. Das heißt, der Externe
der das implementiert und integriert, weil weiß gar nicht im Ende, wo es bei uns gespeichert wird oder was die Namen dafür sind. Wir haben jetzt hier Relationships, direkte auf Trip-File-References. Hier geht es dann ziemlich rund. Hier haben wir so File-References, das ist so ein File-Storage und das sind dann Bilder drin. Das ist auch ein File-Storage, das jetzt auf Google Cloud Storage liegt. Das ist quasi ein Remote-Storage, aber was über Fall läuft. Hier sind ein bisschen Ressourcen drin. Moment, ja, hier fängt mal Text an. Da haben wir so ein Akkordeon. Und dann sind dann Tagesabschnitte, die innerhalb von Content-Elementen referenziert sind. Und da geht es schon ziemlich rund, muss ich sagen. Das sind jetzt nur 1300 Zeilen, aber da gibt es auch größere. Wie viel hat denn das hier? Ah, das hat ein bisschen mehr. Also wir haben auch so 2 Megabyte große JSON-Dokumente, die dann so innerhalb von... Wenn das externe File-Storage nicht wäre, wären die in unter 5 Sekunden importiert. Gibt der JSON-API-Standard auch so Einschränkungen her? Also gibt mir jetzt nur alle Pages vom Typ XY oder was auch immer? Es gibt schon eine Art Filtering. Das habe ich aber noch nicht implementiert. Bisher unser Hauptverwendungszweck war tatsächlich nach Primary Key Lookups. Das, was man so klassischerweise kennt. Also das kann ich jetzt mal zeigen. Moment, das sind so viele Projekte, die eigentlich gar nichts mit dem Talk zu tun haben. Also das können wir hier mal zeigen. Machen wir mal hier Pages, zum Beispiel die Page 1. Ich weiß, was kommt. Wisst ihr, was kommt? Ein Fehler. Warum? Wir haben keine Route definiert. Warum muss man dafür überall eine Route definieren? Wie gesagt, ich wollte eine Offenheit halten für die Zukunft, dass wir vielleicht von diesem JSON-API-Standard wegkommen. Und manchmal hat man so ganz krude Anforderungen, wo auf einmal ein Update in einem GET-Request von der Collection auf einem einzelnen Identifier irgendwie kommt. Also so ganz krude Sachen kommen manchmal. Das liegt manchmal daran, wenn man an Legacy-Systeme anbindet, die können manchmal nicht anders. Die können halt einen GET-Request oder einen POST-Request, weil das halt die Browser auch standardmäßig im Interface können, aber die können nichts anderes. Und deswegen muss man manchmal, ich sag mal so, ein bisschen mit den Standards brechen. Und deswegen haben wir eine explizite Routendefinition. Was in der Route nicht definiert ist, ist im Frontend nicht aufrufbar. Ich sag dann später noch was dazu, wo man vielleicht keine Routen braucht. So, wir haben jetzt hier GetPages. Eine Page hat eine ID, das ist an der Stelle Pflicht für den Numerus Item. Ohne ID findest du das Ganze nicht und die Read Operation auf der Pages Resources. So. Ach, da kommt's. Schön. Schön. Was könnten wir noch machen? So. Ja, Paging ist implementiert. Allerdings Cursor-based Paging. Cursor-based bedeutet, man gibt das normale Paginieren in Datenbanken ist ab einer gewissen Anzahl von Records ziemlich teuer. Hat damit zu tun, dass die Datenbanken zum Teil Schwierigkeiten haben, festzustellen, wie viele Einträge so eine Tabelle tatsächlich hat. Das ist einfach aufwendig und teuer. So, und wenn man jetzt eine Paginierung macht und sagt, ich möchte die ersten 10 haben und danach die nächsten 10 und danach die nächsten 10 und zwischendrin wird zum Beispiel irgendwas eingefügt auf Seite 2, dann verschiebt sich das alles. Und das ist halt nicht unbedingt gut und das kann man auch nicht unbedingt gut cachen, weil wie gesagt, Paginierung lässt sich einfach nur schlecht cachen. In dem Moment, wo eine Ressource in diesem ganzen Paginierungsstrom sich updatet, ist diese ganze Paginierung und alle Caches dazwischen obsolet. Cursor-based Caching geht da anders hin. Die sagen, du kriegst jetzt hier einen Cursor, in dem Fall den Identifier. Und dann kannst du sagen, ich möchte die nächsten 5 Einträge nach diesem Identifier haben. Und dann kriegt man wieder eine Response zurück von der API, wenn man das Ganze bekommt, mit dem Cursor auf die nächsten 5 Einträge, beginnend ab dem nächsten Identifier. Das heißt, das lässt sich viel, viel besser cachen, weil man davon ausgehen kann, dass wenn sich irgendwas zwischen diesen Cursor und quasi in den Seiten irgendwie ändert, dann muss man nur alles danach wegschmeißen, aber nicht diese ganze Paginierung insgesamt. Könnt ihr mir folgen? Okay. Und das ist Cursor-based Caching, das macht man, wenn man mit vielen, vielen Datensätzen umgeht. Ich wollte das gleich von Anfang an implementieren, weil wir haben zum Teil Tabellen, da sind wirklich Millionen Datensätze drin.
das wollte ich jetzt mal nicht ausschließen, dass wir das können. Klassische Paginierung ist ganz, ganz toll, wenn man an User-Interaktionen denkt, dass der Fokus hier ist, aber wie gesagt, Maschine-zu-Maschine-Interaktion. Wir wollen hier automatisierte Integrationen schnell und transparent drin haben. Also diese Filterung, die Helmut angesprochen hat, gibt es da schon irgendwie so Anstöße, deinerseits da irgendwie eine Lösung zu? Wir können, also wir haben hier eine Routendefinition und wir haben hier so ein gewisses Pattern-Matching. Und denkbar wäre es auf jeden Fall, dass man sagen könnte, hier, wir erweitern das Ganze noch. Also ich bin da ganz offen. Parametrisiert. Also ich bin da ganz offen. Wir sind mit dem Ganzen nicht verheiratet. Kleiner Disclaimer dazu. Das Ganze ist bei uns noch, es ist zwar schon in Production, aber das, was öffentlich ist, ist tatsächlich irgendwo zwischen Alpha und Beta. Ist auch wenig dokumentiert. Die Dokumentation kriegt ihr gerade von mir hier vermittelt. Deswegen, unser Ziel ist es jetzt auch ein bisschen abzufragen, wie das Interesse ist, wie sind die Ansätze, wie kommen die an, werden die verstanden? Lohnt es sich für uns daran weiterzuarbeiten, das weiter zu veröffentlichen oder behalten wir es weiterhin für uns? Ansonsten würde ich mich dann auch eben über Interaktion freuen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nach diesem kurzen Einwurf, gehen wir noch weiter. Wir haben noch keine Ressourcen bearbeitet. Machen wir doch mal. Hier mit so einem Patch-Request, den habe ich auch schon mal vorbereitet. Wie immer, Cache löschen, nachdem man Config gemacht hat. Wir sind hier in irgendeinem Modus, ich weiß es nicht welchen. Ich habe hier schon mal einen Patch-Request vorbereitet. Der Patch-Request ist im Prinzip ein anderes Verb. Es gibt ja Put, es gibt Post, es gibt Delete und es gibt Patch. Options gibt es auch noch. Head gibt es auch, was gibt es auch? Theoretisch gibt es sogar noch freie. Also man kann die auch noch selber definieren, wenn man ganz kreativ ist. Die sind dann halt nicht standardkonform, aber kann man machen. Es gibt Systeme, die machen das. Ich rate es keinem. Es gibt Probleme überall mit Proxys, mit allem. Mit nicht machen. So. Den Patch ermöglicht ein inkrementelles Update. Das bedeutet, ein atomares Update, sage ich mal so. Man kann eine einzelne Eigenschaft der Ressource verändern. Beispielsweise bei einem Put-Request müsste man die vollständige Ressource nochmal mitliefern, weil alles, was da nicht mitgeliefert wird, wird vom System gesehen als, das gibt es nicht, also müssen wir es auf Null setzen. Also Put-Requests gehen immer davon aus, da ist die vollständige Ressource dahinter. Das ist jetzt nicht unbedingt immer hilfreich, deswegen nutzen wir jetzt mal einen Patch-Request und senden den nochmal ab. Wir sind ja noch authentifiziert. Code Response 202 accepted. Warum machen wir accepted? Das erzähle ich gleich, weil da muss ich ein bisschen ausholen. Schauen wir mal, ob es funktioniert hat. Natürlich nicht. Warum? Ich glaube, das habe ich vorhin noch reingepatcht. Moment. Ich weiß warum. Der hat keine Berechtigung auf die Seite, weil ich so ein Mini... Ach, da doch, hier unten Access, Moment. Access. Das ist ein bisschen problematisch. Das geht momentan an einen Data-Händler. Und der Data-Händler verwirft es einfach. Still und leise. Das heißt, ich kriege es in einem Händler gar nicht erst mit, dass er da keinen Access drauf hat. Das ist ein bisschen ein Problem vom Data-Händler gerade eben. Weniger von dem System. Also der Data-Händler verwirft einfach alles, worauf man keinen Access hat. Da gibt es jetzt kein explizites Problem im System. Ich mache jetzt mal etwas, was man in Production auch immer macht, wenn irgendwas nicht funktioniert. Man macht den zum Admin. Machen das Ganze nochmal. Hoffen, dass nichts bricht. Und da jetzt hier endlich Test dasteht, tut es. Halleluja. Wir könnten jetzt auch mal schauen, wer hat denn eigentlich diesen Datensatz bearbeitet. Oh, der API-Heinz. Der API-Heinz hat das vor 0 Minuten geändert. Hier vorne sieht man noch einen anderen Benutzer, mit dem ich das vorher getestet habe. Das ist tatsächlich schön. Wie man sieht, ist das auch tatsächlich ziemlich schnell gemessen an dem, was man sonst so kennt. Also das passiert tatsächlich sehr, sehr schnell. Was unsere Kunden mittlerweile erlebt haben, ist, dass diese Integrationen so schnell funktionieren, dass wenn die in ihrem Backoffice-System etwas geändert haben, dieses Backoffice-System
überträgt die Daten an eine Zwischenstelle. Wir haben jetzt nicht nur einen Service dazwischen, da sind noch zwei weitere dazwischen. Aber das Ganze passiert so schnell, dass in der Zeit, bis die zum Browser wechseln, das Ganze schon fertig ist. Es ist schon sehr, sehr dynamisch, in dem das Ganze funktioniert. Wie gesagt, so viel Dynamik könnten wir aus Typo 3 heraus gar nicht irgendwie erzeugen, weil wir von außen gar nicht mitbekommen, dass sich Dinge ändern. Wir können die immer wieder abfragen und fragen, hat sich das verändert, hat sich es nicht verändert. So, wir haben hier noch weitere Routen, aber da würde ich jetzt davon absehen, die noch weiter zu beschreiben. Ihr habt das Prinzip gemerkt. Put ist, wie gesagt, interessant. Hier gibt es eine Replace Operation, die man da definiert unter dem Put-Verb. In der Replace Operation gibt es dann eben den Replace, den ich vorhin angesprochen habe. Wir haben damit das Replace einfacher ist, haben wir eine Library geschrieben, die Objektbäume vergleichen kann. Ich habe euch vorhin gezeigt, man kann so eine Pages-Abfrage mit allen Content-Elementen von der Seite machen. So, wenn man jetzt das Ganze nimmt, als Ressource einfach mal umschreibt und dann wieder reinschickt, dann sollte der Typo oder unsere Extension merken, ach, es haben sich eigentlich nur diese zwei Felder hier drin geändert. Um da so nicht einfach alle Content-Elemente wegzuschmeißen und wieder neue zu überschreiben. Oder beispielsweise, dass ein Content-Element dazugekommen, das ist eigentlich noch viel interessanter, oder es ist eins weggekommen. Und das dann auch mit entsprechenden Relationen, die dahinter hängen. Wir haben eine Library geschrieben, die das Ganze vergleicht. Und dann die entsprechenden Operationen davon ableitet, die notwendig sind, um den einen Zustand in den anderen zu überführen. Das sprengt aber den Rahmen für den Vortrag hier. Ihr seht hier diese Operations, Update, Read und so weiter und so fort. In der Resource-Definition habt ihr hier so eine Operation-to-Command-Map gesehen. Wir haben hier diese Operationen, die an der Stelle HTTP-Operationen sind, die können wir abbilden auf Command-Objekte. Warum haben wir das gemacht? Weil wir die Möglichkeit haben wollten, Transaktionen abzubilden, wie ich es vorhin genannt habe. Alles, was innerhalb von diesem API-Request stattfindet, ist eigentlich Teil einer Transaktion. Das heißt, von vorne bis hinten muss das als Ganzes abgeschlossen werden. Dafür haben wir einen Command-Bus installiert. Command-Bus ist jetzt, das ist ein, ich zeichne das mal kurz ein. Guten Morgen. Bin hier ein bisschen verknotet. Also wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier vorne in unserem Controller, nehmen wir mal C, und hier machen wir Controller hin, so. Hier kommt der Request von außen rein. So, was der macht, ist jetzt, der schaut, ob es eine Operation gibt und ob es dafür ein Command gibt. Er mappt das Ganze auf ein Command. Blöd mit dem C. Command. So. Und schickt diesen ganzen Command auf einen Command-Bus. Command-Bus kann man sich vorstellen wie ein Fluss, auf dem das Ding dann hier dann rumreißt. Hier haben wir den kleinen Command drauf. So, und dann hin und wieder gibt es auf diesem Command-Bus, es gibt irgendwo hier hinten, ist dann sein Ziel. Nehmen wir mal die Insel. Ja, hier ist eine Insel. Und diese Insel heißt Command-Händler. So, das ist sein Ziel, da muss er jetzt hinreisen. Dazwischen gibt es aber hin und wieder Piraten. Die heißen Middleware. Diese Piraten wollen jetzt mal wissen, was da in diesem Command drin ist. Beispielsweise ist da Rum drin. Wenn da Rum drin ist, kann es sein, dass der Command ohne Rum ankommt. Oder gar nicht. Das wird auch Permission Handling genannt. So. Und wir nutzen eben diese Middlewares, die da hier dazwischen stehen, um noch mehr Schmu zu betreiben. Wir zum Beispiel können jetzt sagen, wenn da jetzt von außen eine Referenz auf ein Bild reinkommt, dann schauen wir auch mal, ob das Bild tatsächlich existiert oder filtern ist, weil sonst hier hinten Exceptions gibt. Könnte doof sein, ja. Und wir können da noch mehr Sachen machen. Beispielsweise, wir haben noch bestimmte Checkboxen, bei denen der Redakteur einen API-Zugriff auf Seitenebene auf bestimmte Ressourcentypen blockieren kann. Das ist dann hilfreich, wenn man Integrationen hat, bei denen der Kunde 99% der Seiten vollkommen automatisch aus dem externen System angelegt haben möchte, bis auf die eine. Dann ist es praktisch, wenn man hier so eine Middleware reinhängen kann, die dann Commands, die dann auf diese Seite sich beziehen, rausschmeißen kann. Unser Command-Händler, den wir da hier haben, das hat noch einen weiteren Vorteil. Der arbeitet zwar momentan direkt an den Data-Händler, nächstes Mal, und schickt dann da diese Operationen drauf. Data-Händler.
So, zeitlich kann man echt furchtbar schreiben. Was aber der Command-Händler auch machen kann, ist, dass wir haben nämlich auch noch einen Command-Händler, der kann wieder neue Commands emittieren und wieder auf die Reise schicken. Er kann die quasi verarbeiten, er kann die transformieren. Wir haben beispielsweise in dem einen Beispiel, was ich vorhin hatte, da hatten wir einen Replace-Trip-Command. Ein Replace-Trip-Command, da steckt alles drin, alles. Also alles von Terminen, Preise über Bilder, Beschreibungen, Texte, alles, wirklich alles steckt da drin. Was dieser Command-Händler dann macht, der Replace-Trip-Command-Händler, ist, der emittiert dann ungefähr 140 Commands auf diesen Command-Bus, die dann irgendwo hinter den Data-Händler gehen, aber diese Middleware, die kann dann quasi nur mit den TCA-Commands umgehen, nicht mit den Replace-Trip-Commands. Das hat, wie gesagt, den Vorteil, dieses ganze Replace, dieses ganze TCA- und Data-Händler-Zeugs, das ist bei uns eine Extension drin, das ist immer gleich, ist für jeden Command gleich, also für jede Ressource gleich. Aber das andere, das konnten wir einfach durch so einen Loop sehr, sehr bequem und komfortabel definieren und auch ersetzen. Haufen Konzepte und Haufen Flexibilität in dem Ganzen drin. Was wir nutzen? Tactician, ja. Das ist momentan etwas, was wir leider auch als Dev-Dependency mit reinnehmen müssen, weil die Version 2.0 erst in den nächsten Wochen released wird. Aber danach wird es dann stable sein. Irgendwelche Fragen dazu? Fragezeichen? Welche Lizenz? GPL? Nur mehr Fragen? Du hast gerade impliziert, dass 9 ist Voraussetzung. Middleware 9. Ja, 9 ist Voraussetzung. 9 ist Voraussetzung. Wir streben aber die 10 ganz, ganz heiß an, muss ich sagen. Aber die 9 ist definitiv Voraussetzung dafür. Wollen wir es anders machen? Wir haben noch 8 Minuten. Ihr habt recht, alles klar, okay, 45 Minuten. Also, ich sag was anderes. Meldet euch bei mir auf Slack, ich heiße Thomas Maroschik. Ich glaube, mit meinem vollen Namen, ich weiß nicht, ob ich Tom heiße, ich glaube nicht. Auf Twitter heiße ich T. Maroschik, lasst das Omas einfach weg mit H. Findet mich auch. Ansonsten findet ihr mich uns auch auf der Seite dv.de oder über Tujo oder sonst was oder fragt mich einfach, wenn ihr interagieren wollt. Wir wollen gerne diese Extension weiter ausbauen. Wir wollen sie nicht nur auf unseren Use Cases aufbauen, weil das ist immer gefährlich, dann wird es irgendwann zu domänenspezifisch. Das möchten wir nicht. Deswegen mein Aufruf, sprecht mit uns, helft uns. Wir wollen damit alle was Cooles machen und haltet den Schmutz raus aus eurem System.